Herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und wir machen weiter mit dem Check-Button. Noch eine letzte kleine Anmerkung oder ein paar letzte kleine Anmerkungen dazu, denn der Check-Button ist ja nun wirklich nicht so kompliziert. Wir hatten beim letzten Mal die Variablen übergeben, haben gesehen, dass wenn nichts weiter definiert ist, boolsche Variablen übergeben werden, also true und false. Und diesmal zeige ich euch, dass man auch andere An- und Auswerte übergeben kann. Und dazu gehen wir gleich in unser Programm hinein. Wir machen aus der tkinter-Variable, der int var, machen wir einen String. Wir müssen allerdings weiter die typischen tkinter-Variablen benutzen. So, und dann übergebe ich hier ein off-value. Und da sage ich zum Beispiel Hallo Welt und ein onValue Tschüss. So, und wenn der Check-Button aus ist, dann übergibt er das off-Value und wenn er an ist, dann übergibt er das on-Value. Allerdings nur, wenn ich das abfrage. So, jetzt kann der hier diese if-Abfrage nicht mehr so einfach machen, aber ich kann das Ganze ganz anders oder ganz einfach gestalten. Ich sage nämlich einfach, dass ich das hier übergebe, was mir an Wert zurückgegeben wird. Ich übergebe den String und zwar mit var.get. Und das else kann ich auch rauslöschen, das macht jetzt auch keinen Sinn mehr. So. Und damit habe ich im Prinzip schon alles geändert, was ich ändern muss. Ich speichere das Ganze und wir schauen uns das Ganze einfach mal an. So, das sieht jetzt so aus. So, das erste, was ihr bemerken werdet, der Check-Button ist an. So, das ändern wir gleich noch und jetzt drücke ich hier mal drauf und ihr seht, der ist immer noch an, hat jetzt allerdings das Command ausgeführt, also die Funktion ausgeführt und hat jetzt hier ein Tschüss draus gemacht, also das onValue übergeben. Und jetzt kann ich es entklicken und jetzt gibt er mir zurück Hallo Welt. So, und jetzt funktioniert das ganz normal. Plus beim ersten Mal hat es nicht das gemacht, was ich haben möchte. Und das möchte ich jetzt noch ändern. Und jetzt gibt es dazu den Button, den Befehl deselect. Und damit ändere ich den Wert des Check-Buttons auf nicht markiert. So. Wenn er nicht markiert ist, macht dieser Befehl dann eigentlich gar nichts. So. Und jetzt seht ihr, ist er nicht markiert. Und ich kann den ganz normal bedienen. So, ganz wichtig ist, wenn ich dieses deselect aufrufe, der Befehl selber, also dieses Wechsle, was ich hinten im Command übergeben habe, es wird nicht aufgerufen. So, jetzt zeige ich euch noch, ach so, genau, ich kann natürlich auch select erzwingen. Auch dann wird der Befehl nicht ausgeführt. Und der Check-Button wird aber auf angesetzt. So, jetzt zeige ich euch noch eine andere Möglichkeit. Ich sage nämlich c-toggle. Und jetzt wird der Check-Button in seinem Wert geändert, umgeändert. Wenn er auch nicht ausgewählt worden ist, wird er ausgewählt. Und wenn er ausgewählt worden ist, wird er nicht ausgewählt. So, ich habe jetzt deselect gemacht. Das heißt, mit diesem Befehl müsste der Check-Button jetzt wieder an sein. Wenn ich das Ganze aufrufe und sehe da, er ist an. So, jetzt gebe ich noch ein zweites Mal c-toggle ein, dann müsste er wieder aus sein. Und er ist aus. Aber ganz wichtig, ich starte es nochmal, damit ihr das seht, ganz wichtig ist, hier oben an dem Wert im Label wird erstmal nichts geändert. Das heißt, der Befehl selber wird nicht aufgerufen. So, das Ganze kann ich jetzt
mache ich jetzt mal weg. Ich lasse nochmal das C stehen. Und wenn ich erzwingen will, dass dieser Befehl aufgerufen wird, also dieser Command, dann mache ich invoke. Der Invoke-Befehl, der funktioniert für alle Widgets, wo ich einen Command übergebe. Das heißt, ihr könnt das auch beim Radio-Button machen, ihr könnt das beim Button selber machen und wo auch immer ihr Befehle eingibt. Invoke erzwingt die Funktion von dem entsprechenden Widget. So, und das müsste jetzt abspeichern folgendermaßen aussehen. So, und jetzt seht ihr, der hat jetzt mir Tschüss reingesetzt und Hallo, Hallo hat er ausgewählt. Warum hat er das jetzt gemacht? Vermutlich, das müsste ich jetzt nochmal überprüfen, weil der dann eben tatsächlich, wir machen das jetzt einfach mal, invoke, machen noch ein zweites Mal invoke und dann müsste er ja jetzt ein zweites Mal den Button gesetzt haben, beziehungsweise das, ja. Und es ist klar, also invoke führt nicht nur den Befehl aus, sondern setzt auch den entsprechenden Wert. Das heißt, da ist das Toggle, also eben den Zustand zu ändern von dem Radio-Button gleich mit dabei. Gut, so, also wir haben gelernt, wie man eine Variable Rückmeldung gibt. Es gibt zwei Werte, die zurückgemeldet werden, ein Off-Value und ein On-Value. Das kann ich im Konstruktor hineinschreiben oder später auch nochmal individuell ändern. Ich kann mit deselect den Check-Button entmarkieren. Mit select kann ich ihn markieren. Und invoke ruft einmal eine Art Mausklick auf, aber aus dem Programm. Er zwingt eine Art Mausklick auf den Check-Button, stellt ihn damit an oder aus und ruft dann insgesamt die Routine auf, die mit Command übergeben wird. Toggle verändert einfach den Wert von dem aktuellen zu dem anderen Wert. Gut, das war's für diesmal. Ihr kennt ja die Einsatzmöglichkeiten vom Check-Button, denke ich, hinreichend als Internetbenutzer. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.